Tank, was ist mit dir? Wo sollen wir dein Fähnchen hinsetzen? Deutschland? Ja, ja, das stimmt schon. Aber wie heißt das schöne Land, wo dein Vater herkommt? Anatolien. Oh, das ist leider nur eine Europakarte, die hört hier bei Istanbul auf. Wir können das Fähnchen hier hinsetzen, ja? Almanya, der heitere filmische Gegenentwurf zum üblichen Immigrationsgerede. Chengs Opa, ein türkischer Gastarbeiter der ersten Stunde, hat den deutschen Pass beantragt und träumt nun allnächtlich den Albtraum Einbürgerung. Frau Yilmaz, jetzt fehlt nur noch der Punkt 4 auf Anhang 18. Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen. Das bedeutet, Sie werden Mitglied in einem Schützenverein, essen zweimal in der Woche Schweinefleisch, Sie sehen jeden Sonntag Tatort und verbringen jeden zweiten Sommer auf Mallorca. Aber, Ja, natürlich. Muss ja alles richtig haben. Muss ja alles richtig haben. Ist zum Glück nur ein Albtraum. Ich gratuliere. Sie sind jetzt Deutsche. Und so ist die Wirklichkeit. Im Film jedenfalls. Ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Deutsche? Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche? Deutsche? Türken. Naja, der und Nene haben jetzt den deutschen Pass. Ach, das ist ein Stück Papier. Wir sind immer noch Türken. Und du auch. Cenk, man kann aber auch beides sein. So wie du. Ja, im Film bin ich ja seine Enkelin quasi. Ja, also wir treffen uns sehr wohl. Die Rollen jedenfalls, ja. Wir treffen uns tatsächlich gar nicht. Nee, das stimmt. Also wir sind quasi zwei unterschiedliche Familien, obwohl wir die gleiche Familie sind. Er ist der, ich will jetzt nicht sagen, der Alte, also er ist der junge Opa. Noch junge Opa. Der noch junge Opa. Und auch noch nicht Opa ist zu der genau, Zeit. Genau, absolut. Und ich bin dann später irgendwann geboren. Der Film erzählt davon, wie die ersten Türken ins Land geholt wurden. Viele Widersprüche, aber der Widerspruch ist nun mal die Seele des Komischen. Und komisch ist dieser Film ganz im Tonfall jener Komödien der 50er, 60er Jahre allemal. Sehr verehrte Gastarbeiter, dieser Tag ist ein wichtiger Tag für uns alle und wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Irgendwann holt Opa die Familie nach. Hier, Liebes. In Deutschland soll es doch so kalt sein. Hier, die habe ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen noch so dreckig sein. Das ist von mir. Das ist nicht viel, aber in Deutschland soll es nur Kartoffeln geben. Nur Kartoffeln? Es sind sehr viele, glaube ich, Geschichten, die sie selbst gehört haben von ihren Großeltern, die und ihre Erinnerung an diese Erzählung, die sie darin verarbeiten, die, wie sie selbst sagen, viel positiver ist als eigentlich immer dieses düstere Bild, das sonst gezeichnet wird. Und deswegen wollten sie es auch so erzählen. Ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Super. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir fahren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Doch Opa will's nun mal wissen, auch wenn er die Heimreise nicht überlebt. Diese beiden sind die Stars in einem ohnehin vorzüglich besetzten Ensemblestück. Das ist im Grunde wie so eine 90-minütige Grabrede. Ja, es ist eine anders erzählte Geschichte, sehr familiär. Also die Hauptrolle ist die Familie aber dieses 50er-Jahre-Ding, das habe ich jetzt nicht so ganz... Aber dieses Grabrede habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Das klang jetzt irgendwie schon ein bisschen traurig. Zu traurig, es ne? Es ist doch eine Komödie, auch. Ja, aber eine komödiantische Grabrede, eine schöne. Eine wo man lachen und weinen... Sag doch lieber vielleicht eine Märchenerzählung oder so. Das klingt ein bisschen romantischer als Grabrede. Nee, ich sage Grabrede.